Antike Flipflops, weißes Kleid, ein Bart und langes Haar. Jesus, das Comeback des Jahrtausends. Jesus ist, also ich bin wieder da. Jesus? Mein lieber Sohn, wie läuft's denn? Ach, Papa, supi, alles supi auf der Erde. Die Menschen hören dir doch überhaupt nicht zu. Du machst da für die den Hampelmann und bei denen geht das da rein und da raus. Ach, Papa, die Menschen werden mir zuhören, wenn ich in einem sogenannten Fernseher erscheine. Deswegen kaufe ich mir jetzt einen in einem Elektroniktempel. Tschüss. Hi, Haarschneidemaschine ist unten. Spacko. Ich suche ein Gerät, auf dem ich die 10 Gebote verkünden kann. Na, die 10 kenne ich. Ist mit Sonja Zietloff. Wie kann ich denn meine Botschaft verbreiten? Du brauchst einen breiten Flatscreen, Junge. Mit Milliarden Zoll und Full ADHS und so. Kauf das. Hey, mit dem Ultra-AD. Ohne Ultra-AD siehst du nichts. Und im Touchscreen, da musst du nicht lesen, es geht mit der Hand. Welchen Tribut muss ich denn zollen? Na, ganze 0% Finanzierung. Kostet wenig, aber dafür für immer. Unterschreib. Gut, ich unterschreib das. Boah, der unterschreibt das. Spacko. Und nimm Anlage dazu. Nimm von Teufel. Nee, eben nicht Teufel. Ja, dann Böse. Ja, Teufel böse. Das ist meine Botschaft, genau. So will ich euch aus dieser Hölle führen mit einem kleinen Lied. Der Höhlenmensch konnt imponieren mit den frisch erlegten Tieren. Der moderne Mann hat keins, aber dafür 5.1. Ja. Geht's an, Hustenabteilung, Junge! Jesus, das Comeback des Jahrtausends.